zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Ja, Stroh abfahren wird noch eine Weile gehen. Dinkel haben wir drüben im Anhänger, im LKW noch drin. Quatsch, Dinkel Roggen. Und auch noch auf dem anderen Feld müsste auch noch ein Anhänger mit Roggen stehen. Also alles volle Lotte hier. Bin mal gespannt. Ich werde jetzt hier weiter das Stroh abfahren, direkt rüber zum Viehhändler. Dann bin ich los. Ich kriege zwar nicht viel dafür, aber die Summe macht's. Und wir haben jetzt auch schon, was haben wir? 4x7. 20, ja, knapp 3000 Euro haben wir auch schon damit verdient. Und das werden, denke ich, nochmal 3000. Diesel anrufen. Klingelingeling. Diesel. Jo, Volker hier, servus. Jo, Volker. Was hast du gerade zu tun? Ich bin gerade erstmal auf dem Weg zum Hof am Laufen, weil ich darf jetzt gleich den LKW vom Stefan plus deinen Anhänger zur Werkstatt hochfahren. Warum? Ja, Stefan hat den mir mit Schaden eingestellt und sagte, er muss den beides hoch zum Händler fahren, wegen der Reparatur. Achso. Also dein Fliegel. Okay. Und danach? Danach hätte ich sonst nichts zu tun. Obwohl, ich muss gleich dann zur Polizei hoch. Bei mir müsste nämlich eingesellt werden. Ja, bei mir auch. Ja, falls du es einrichten kannst, dann würde ich mich freuen, wenn du einsellst. Klar, kann ich das machen. Kein Thema. Gut, Sämaschine steht am Hof, Trecker brauchst du aber. Beziehungsweise müsste man dann den Xerion tauschen. Dass du den Xerion zum Ansehen nimmst. Gut. Kein Thema. Dann meldest dich, wenn du Zeit hast. Jo, ciao, ciao. Ciao. Der soll nämlich auch mal was tun für sein Geld, ja? Der kassiert nur ab, aber unterstützen tut er mich nicht. So, dem nächste bisschen Geld. Dring, 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 dring. Folge warum, hallo? Hochhauser hier. Das letzte Mal mit dem Häckseln hat das gut geklappt. Was jetzt genau? Ja, ob das für Sie ist, für Sie passt, wie wir gearbeitet haben. War ein bisschen eine Katastrophe. Das hat mir ein bisschen Blutzucker gekostet. Was sollen wir noch tun? Ja. Haben Sie gerade Zeit? Ja. Der Tatra steht noch am Feld. Mhm. Der könnte zum Hof unentladen werden. Okay, passt. Ich komme. Und bitte mal den Füllstand dann noch durchgeben, wie viel da drin ist. Okay, ich laufe jetzt runter. Am anderen Feld, am Feld 109, müsste auch noch einen Joskin-Anhänger stehen. Ja. Den auch zum Hof umladen. Okay, passt. Komm gleich. Jo, und wenn, ja, einfach dann durchgeben, wenn sie den Stand haben vom Anhänger. Dann bis nachher. Bis nachher, danke. Tschüss. Tschüss. Ist das ein zweites Lohnunternehmen oder was ist da los? Ja, mir soll es recht sein. Also ich hätte da auch noch mehr Aufträge für den Kollegen.
Dann könnte ich nämlich vielleicht gleich mal in den Wald fahren und den Annaburger für die Holzkohle voll machen. Dass wir da noch ein bisschen Holzkohle auf produzieren können. Und ich weiß auch nicht, was der Polizist gemacht hat, wie weit der ist mit den Paletten. Also weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber ich bin ja schon ziemlich froh, wenn hier der Oberhauser jetzt noch mithilft. Dann geht es hier ein bisschen, kann ich wieder ein bisschen parallel Geld verdienen oder zumindest was arbeiten. Arbeiten lassen, vor allem. Oder ich lasse ihn nachher das Stroh vom anderen Feld holen. Ja, das wäre auch eine Idee. Nächste Ladung. So, 5.500 haben wir schon. Die Buchhaltung ist bei mir jetzt wirklich ziemlich extrem geworden. Ich notiere mir gerade alles. Alle Einnahmen, alle Ausgaben, um einfach für 2021 dann eine gute Steuererklärung machen zu können. Weil ich habe schon viele Ausgaben, die ich eigentlich wieder zurückbekommen könnte, beziehungsweise anteilig zurückbekommen könnte. Also zum Beispiel die ganzen Werbungskosten, was jetzt weiß gerade gar nicht, um was es da geht. Also zum Beispiel den Diesel, ja, das ist ein Verbrauchsstoff, den müsste ich wieder zurückkriegen können. Und zwar zu einem Großteil. Dann Pachtgebühren, ja, die kann ich abschreiben. Ich kann Neuanschaffungen von Fahrzeugen, kann ich über ein paar Jahre wahrscheinlich abschreiben. Das heißt, ich kriege immer einen gewissen Prozentsatz des Neupreises über, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahre zurück. Ja? Also da wird über das ganze Jahr geschaut, was waren die Anschaffungskosten der neuen Fahrzeuge, neuen Gebäude, neuen Ländereien. Und wie viel kann ich davon zurückkriegen? Na, das ist dann vielleicht, keine Ahnung, 5% auf ein Jahr gerechnet oder so. 5% auf 5 Jahre. Na, dann könnte ich insgesamt sozusagen 25% eines Anschaffungswertes zurückbekommen. Und das lohnt sich halt schon, wenn ein Feld 200.000 kostet, ja. Das sind ja 5% 10.000 Euro.
Und das über 5 Jahre wären dann insgesamt 50.000. Also das ist eine Sache, deshalb muss ich mir gerade immer alles notieren, alle Einnahmen exakt, damit mir der Neumann da keinen Strick draus drehen kann. Alle Ausgaben, Düngerkauf, Pflanzenschutzkauf, was haben wir da noch? Die Zentrallagerausgaben. Ja, all sowas habe ich inzwischen angefangen, mir zu notieren. Komme dann schön in meine Excel-Tabelle rein, damit ich am Ende des Jahres für die Steuererklärung weniger Zeit brauche. Hoffentlich. So, jetzt haben wir das Feld hier gleich fertig. Das freut mich. Einmal noch und dann müsste man durch sein hier. Der Krüger holt seinen Häcksler auch nicht mehr, ne? Steht da drüben am Feld und wartet auf Weihnachten. Es ist alles nur Kleinvieh, was das Stroh angeht. Aber ich denke, im Endeffekt lohnt es sich, weil ich habe ja auch Ausgaben für den Herrn Krüger. Also fürs Dreschen muss ich ja auch noch was zahlen. Und je mehr Geld ich von den Feldern runterhole, desto besser. Wir haben jetzt 2, 4, 6, 7, 7 mal 8, 56. Also 5.600 Euro haben wir da jetzt schon verdient. Circa. Über den Daumen gepeilt. Das lohnt sich schon. Ja, da kommt jetzt nicht mehr so viel zusammen. Vielleicht fahre ich die Leitung dann auch nochmal ins Heulager. Wenn ich dann sowieso auf dem anderen Feld schon wieder bin. Im Heulager sind noch ca. 100.000 Liter. Da kann man ruhig noch mal ein bisschen was. Ach so, und in die Hühnerstelle muss er auch noch mal Stroh rein. Bin mal gespannt, was der Krüger fürs Dreschen veranschlagt hat oder veranschlagt. Anschlagen wird und mich dann der nächste Schlag trifft.
gar nicht, wie lange der andere da braucht, um die zwei Anhänger abzuladen. Volker Raune, hallo? Jo, Volker, Diesel hier, ich bin auf dem Weg. Jo. Alles kannst, klar. Denke ich, zum Hof fahren, weil da komme ich auch gleich hin. Alles klar, mache ich. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. Gut. Dann können wir nämlich im Hof Traktoren tauschen. Und er kann dann schon. Ah, warte mal, ich habe ja noch ein Feld. Null. Das Elefantengrasfeld habe ich gerade völlig vergessen. Muss ich das eigentlich pflügen? Ich glaube schon. Nö. Elefantengras muss man nicht pflügen. Okay. Dann haben wir ja drei Felder nochmal. Ich bin mal gespannt, wo der Vogel jetzt mit dem. Warte mal, den anderen Anhänger hat er, glaube ich, abgeholt, ne? Ob der jetzt bei mir immer noch am Hof rumchillt oder was der gerade tut? Ups, ach, der wäscht das Decken. Der wäscht gleich den Auflieger. Oh. Die Eierpaletten müssen weg. So. Wir nämlich gerade mal gleich das Stroh ein. Ein könnte man das auch nennen. Da geht aber eine ganze Menge rein. Servus! Servus! Und Sie gerade was tot zu machen? Klar. Gut, dann kannst du den Xerion nehmen. Ja. Und mach mal ihm. Ja. So. Ist so ein Mist. Brauche ich mir irgendwas mit Frontlader, glaube ich. Irgendeinen kleinen Drecker. Stimmt, dein Frontlader steht ja noch bei mir. Ja, ich hätte nämlich vorne ein paar Eier, die auf die Seite gestellt werden müssen. Aber egal. Sähst du mir Dinkel an? Auf welches Feld? Oder Mohn. Auf alle drei. Auf alle drei Dinge. Alles klar. Gut. Danke dir. Gerne doch. Moin. Hallo, Moin, Herr Oberhauser. Auch noch schön gewaschen, das finde ich ja vorzüglich. Das kennt man von mir. Haben Sie eigentlich einen Traktor? Ich noch nicht, nee. Ah,
Stimmt, da war ja was. Nee. Ja. Wem gehört der jetzt schon dir da? Das ist der vom Diesel. Ah. Wenn sie wollen, können sie den gleich mal benutzen. Warum? Spur abfahren auf dem Feld 109. Mit dem Ladewagen. Der hat der GPS. Kann sein. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut. Gut, müsste passen. Und dann bitte eine Ladung drüben in den anderen Hühnerstall. Okay. Hier hinten den Store. Ein Ladewagen. Ein Ladewagen voll rein. Ein Laden. Also Inhalt. Mhm. Und dann den Rest erstmal ins Silo. Ins Heulager. Okay. Danke Ihnen. Passt. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und tada. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.